Oliver Bierhoff will wirklich nichts dem Zufall überlassen. Der DFB-Teammanager zu Gast in Sinsheim, wo er seinen jüngsten technologischen Coup feiern darf. In Zukunft wird der Verband auf Hightech-Trainingsanalysen zurückgreifen. Die Leistungen der Spieler werden haargenau erfasst. Die Erklärung vom Hersteller. Im Prinzip ein Sensor ist irgendwo am Körper des Spielers, entweder im Schuh, im Schienbeinschoner, im T-Shirt angebracht. Dann wird eine Echtzeitübertragung Sendemast, der im Stadion, der sich im Umfeld befindet, gemacht. Und von diesem Masten wird dann das Signal verstärkt in eine HANA-Datenbank, sodass im Prinzip die Strahlungsstärke beim Spieler sehr minimal ist. Und diese Masten übernehmen dann die Übertragung der Daten in HANA. Und von dort ist dann IT-Technologie, die Visualisierung auf der ganzen Welt, auf jedem mobilen Endgerät möglich. Bei der Hoffenheimer U19 kommt die Technik bereits zum Einsatz. Werte wie Geschwindigkeit und Laufstrecke werden in Echtzeit gemessen. Die Trainer können die Daten sofort bewerten und mit der modernen Technologie Entscheidungen treffen. Ich glaube, dass gerade diese Software viel physiologische Daten liefert und auch viel mannschaftstaktische und gruppentaktische Elemente. Und das ist in jüngeren Jahrgängen noch nicht von so großer Bedeutung. Wenn ich dann in die U17, U16, U17, U19 komme, glaube ich, sind diese Abläufe deutlich wichtiger. Hilfreich für die Arbeit von Trainern und Scouts, aber sicher nichts für Fußballromantiker. Mit der Technologie will der DFB endgültig im neuen Jahrtausend ankommen.